Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf dem YouTube-Kanal von Plakos. Die wenigsten von euch werden oder wollen den Beruf eines Polizisten ausüben, weil sie damit reich werden. Wird man mit Sicherheit auch nicht. Trotzdem wird man natürlich halbwegs gut bezahlt. Und wir werden uns heute anschauen, wie es denn mit dem Gehalt eines Polizisten in Deutschland steht. Viel Spaß mit dem Video. So, und hier ist auch wieder mein kleiner schwarzer Zettel mit am Start. Wir werden direkt dort beginnen, wo jeder von uns wahrscheinlich anfangen wird, nämlich in der Ausbildung. In der Ausbildung wird man noch nicht richtig besoldet, sondern man erhält Anwärterbezüge. Diese sind meiner Meinung nach vergleichsweise trotzdem schon sehr hoch. Wir reden hier über Beträge vom durchschnittlich im mittleren Dienst 1.100 und im gehobenen 1.200 Euro im ersten Lehrjahr. Natürlich ohne irgendwelche Abzüge oder Zuschläge. Meines Wissens ist der Betrag allerdings bereits netto. Ich denke, dass die meisten von uns gut durch die Ausbildung durchkommen werden. Man verdient wirklich mehr als genug, meiner Meinung nach. Bestimmt auch noch Platz was oder bestimmt auch noch Kapital zur Verfügung, das man zurücklegen kann. Und für uns interessant ist natürlich eher das Gehalt nach der Ausbildung. Das ist natürlich auch so eine Sache, man kann es natürlich nicht ganz pauschal sagen, vor allem weil es zu Bundesland unterschiedlich ist. Die einen haben beispielsweise die freie Heilfürsorge noch, die anderen bekommen irgendwo teilweise noch Zuschläge. Grundsätzlich aber ist es so, dass jeder Polizist oder jeder Polizeibeamte nach der Besoldungstabelle besoldet wird. Diese beginnt bei A5 in Bayern, bei allen anderen bei A7 nach der Ausbildung und hört auf bei A13. Natürlich gibt es auch noch eine Besoldungsgruppe B, ist aber für uns eher uninteressant, da sie im normalen Polizeialltag eher nicht vorkommt. Wir fangen natürlich gleich mal mit der A5 an. Das ist eine besondere Sache, die es eben nur in Bayern gibt. Und zwar beschreibt diese Besoldungsgruppe, oder wofür ist sie da? Die ist für den Polizeioberwachtmeister. Den gibt es so nur noch in Bayern. Ein Polizeioberwachtmeister befindet sich noch in der Ausbildung, hat aber meines Wissens die zweite Qualifikationsebene schon erreicht, bekommt ein Grundgehalt von 2.342,24 €. Für alle anderen geht es dann mit A7 los. Das ist im mittleren Dienst der Polizeimeister mit einer Besoldung von 2.511,48 €. Der mittlere Dienst geht bis zur Besoldungsgruppe A9Z. Z steht hier meines Wissens für Zulage. A9 ist dann der Polizeihauptmeister mit Amtszulage mit einem maximalen Gehalt von 3.714,89 €. So, wenn man das Ganze jetzt in der Besoldungstabelle sich mal anschaut, werden viele nicht auf diesen Betrag kommen, denn auch innerhalb dieser einzelnen Besoldungsgruppen gibt es nochmal Erfahrungsstufen. Meines Wissens geht es bis zur Erfahrungsstufe 8. 3.714,89 €, den Betrag, den ich gerade genannt habe, entspricht der höchsten Erfahrungsstufe in der höchsten Besoldungsgruppe des mittleren Dienstes. Weiter geht es dann mit dem gehobenen Dienst. Hier beginnt man normalerweise nach der Ausbildung als Polizeikommissar in der Besoldungsgruppe A9. Man bekommt hier ungefähr 2.867,47 € Grundbetrag ohne irgendwelche Zu- und Abschläge. Und der gehobene Dienst geht normalerweise bis zu A13. Hier lautet der Dienstgrad erster Polizeihauptkommissar. In der höchsten Erfahrungsstufe bekommt man hier 5.671,18 € brutto. Im höheren Dienst beginnt das Ganze mit dem Polizeirat oder Medizinalrat meines Wissens, wäre was Ähnliches. Das ist Besoldungsgruppe ebenfalls A13. Mit der niedrigsten Erfahrungsstufe beginnt man hier bei 4.410,86 €. Ist also ähnlich wie im gehobenen Dienst der Polizeihauptkommissar. Und es geht bis zum leitenden Polizeidirektor A16 mit 7.760,03 € in der höchsten Erfahrungsstufe
E8. So, natürlich gibt es auch noch eine Besoldungsgruppe B. In die fallen zum Beispiel Leute wie der Bundespolizeipräsident oder auch die Landespolizeipräsidenten mit rein. Ist aber für uns, denke ich, jetzt eher uninteressant. Müsste man sich nochmal im Genauen anschauen. Ich denke, ich habe hier schon einen groben Überblick gegeben. Interessant ist es noch, es gibt noch Unterschiede bei den verschiedenen Bundesländern. Wie viel verdient man denn eigentlich wirklich? Ich habe jetzt ungefähre Beträge genannt, ohne Zu- und Abschläge. Hier kommt jetzt noch eine kleine Tabelle, wie man denn in den unterschiedlichen Bundesländern verdient. Und bei der Bundespolizei, wo verdient man am besten? Praktisch brutto, also die gezeigten Werte sind alles Bruttowerte und Durchschnittswerte aber aus der Praxis. Ich blende euch die Tabelle hier jetzt einfach mal ein. So, und auch hier gilt es zu beachten, dass natürlich, es geht hier um das Einsteigergehalt eines Polizisten nach der Ausbildung. Ganz rechts in der Tabelle sehen wir schon immer die Besoldungsgruppe. Das liegt daran, dass beispielsweise in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen es keinen mittleren Dienst mehr gibt. Die steigen also direkt in den gehobenen Dienst ein, haben dementsprechend normalerweise auch ein höheres Gehalt. Interessant ist natürlich auch noch Brandenburg und Schleswig-Holstein, die beide jeweils mit der Besoldungsgruppe A8 einsteigen. Man sieht hier deutlich, dass es doch Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Landespolizeien bzw. der Bundespolizei. Ganz oben Nordrhein-Westfalen mit einem relativ hohen Bruttogehalt von 31.146 Euro im Durchschnitt, also durchschnittliches Einstiegsgehalt, richtet sich nach der Besoldungstabelle und geht runter bis Berlin mit 25.772 Euro durchschnittliches Jahresgehalt. Ich liste euch die ganze Tabelle hier natürlich auch nochmal als Grafik, als Diagramm auf, so dass ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Ich hoffe, mit diesem Video habt ihr einen groben Ausblick dafür erhalten, wie viel ein Polizist in Deutschland ungefähr verdient. Wenn ihr noch Fragen oder sonstige Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.